Waren wir nicht auf Alderaan diese Woche? Ja, gestern. Alderaan war gestern. Also sind wir gestern von Alderaan nach Taris gegangen. Warte mal, Alderaan war gestern? Nee, Alderaan war vorgestern. Vorgestern haben wir Alderaan gemacht, dann haben wir gestern Taris praktisch komplett gemacht, bis wir heute den Rest davon gemacht haben. Mhm. Genau. Und dann haben wir auch kurz mal Übergangsplanet Crash mitgenommen. Ja. Ja. Das heißt, wir sind echt heute echt gut vorangekommen. Ja. Wahrscheinlich würde... Wahrscheinlich... Nee, Akt 2 ist noch nicht vorbei. Davon kommt wahrscheinlich noch Hoff. Glaube ich. Ja, Hoff dürfte kommen. Hey. Habt ihr die Proben? Ja. Bitte sagt mir, dass ihr sie habt. Ja, wir haben deine Drogen. Dann sucht die. Oh. Was genau ist mein Lohn? Auch gefragt. Aha. Hier, das Gesamtbudget für Freizeitaktivitäten, das mein Kommando zu. Was ein Wichser! Entschuldigt mich jetzt. Ich muss diese Proben in Sicherheit bringen. Oh. Der gehört sofort. Der gehört sofort degradiert. Der gehört hingerichtet. Stufe 70. Gratulation. Der hässliche, kleine, stinkende Fettsack. Hey du. Aber heilige Scheiße. Die republikanischen Soldaten, die eure Einheit ausgelöscht haben. Der ist ja so wütend. Keine Gefahr mehr da. Ja, natürlich. Ich habe das Hauptquartier um Verstärkung gebeten. Der nächste Trupp sollte bald hier sein. Aber ohne euch hätten wir das Gebiet nicht sichern können. Ich kann euch gar nicht genug danken, dass ihr meinen Trupp gerecht habt. Sehr schön. So, und dann müssen wir zurück zum kaufen. Sanitätsdienst. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Trotz verkaufen. Nein, aber ich habe gehört, du brauchst so undurchdringbar geiles Zeug hier. Leben Sie wohl. Und dann können wir jetzt die Schnellreise zurück machen zur imperialen Basis. Tetris! Haltet meine Panzerdivision. Danach gehen wir Menschen schlachten. Labbel, labbel. Hey, 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 hey. Huhu. Bin fertig. Komm abwischen. Hoff! Komm her. Wo ist der muffige Moff? Ich habe gerade mit Grak gesprochen. Er sagte, ihr hättet die Fabriken ausgeschaltet und die Kämpfe wären unter Kontrolle. Mhm. Gut gemacht. Ja. Ohne die Aufputscher oder ihren Vorrat an Queschgift wird die Republik endlich verwundbar sein. Sehr schön. Wir müssen, die Hutten drei Familien klatschen. Mit allem angreifen, was wir haben. Schlachtet den Huttenschleim ab. Ihre Geheimnisse sterben mit ihnen. Die Republik wird kein Queschgift mehr verarbeiten können. Und sie werden an den Rand eines galaktischen Krieges getrieben. Wir müssen nur die Anführer der drei Familien töten. Die Republik ist in Alarmbereitschaft. Die Hutten werden gut bewacht sein. In der Tat. Aber wir haben einen Kontaktmann in ihren Reihen, der uns dabei helfen sollte, das Spiel ausgeglichen zu halten. Colonel, weckt Porto den Hutten aus seinem Aufputschmittelrausch, in den er sich geflüchtet hat. Du Chanti Chawa, Choto Kekwanga Joska, Mi Bonawa Tripe, Trebo Pagua Wanawanga. Denk daran, Porto. Ein nutzloser Hutte. Ist ein Toter. Ich könnte eine kleine Auszeit gebrauchen, bevor ich eure Freunde abschlachte. Wir werden eure
Empfehlung in Betracht ziehen, Porto. Nehmt ein paar Aufputscher. Wenn ihr wieder aufwacht, werdet ihr das einzig überlebende Mitglied eurer Familie sein. Hey, die Lannister schicken ihre Grüße. Ihr habt ihn gehört. Entweder kämpft ihr euch einen Weg rein, oder ihr nehmt Portos Aufputscher und werdet reingeschmuggelt. Eure Entscheidung. Was meint ihr? Drogen oder... Okay, Luft hat schon die Drogen gewählt, sehe ich. Ich nehme das Zeug vom Hutten. Natürlich. Kann ich meine Energie für den Kampf aufsparen. Norman Kell versteckt sich. Ich hab nur aus Initiativgrund den Kampf vorgeschlagen. Die Sicherheitsvorkehrungen sollten gering sein. Nehmt den Aufputscher von diesem Chevin, um in den Palast zu gelangen. Sobald ihr drin seid, tötet die Anführer der drei Familien. Porto auch. Natürlich. Übertragt dann die Daten über die Aufbereitung des Quetschgifts an mich. Okay. 50 Stufe 70. Geht's jetzt? Drin befindet sich absolut nichts von Wert, außer im Endeffekt ein bisschen Kleingeld. Okay. Oh, warte mal. Hey, Ausbilder! Hat der Ausbilder 70 was? Nicht so ausbilderisch aus. Das war's schon. So, dann. Ach nee. Müssen wir doch da hochreisen. 67, 63, 71. 71, was? So wie es aussieht, haben wir schon alles. Ja, was Fähigkeiten angeht, haben wir wohl alles. Cool, dann kann ich nachher anfangen, mein Bild ein bisschen aufzuwerten. So, dann können wir zur Imperialen Wegstation reisen wieder. Tetris! Dutz, 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 treble, dutz, dutz, treble, treble. Run, Hutte, run! Stimmt, beim ersten Mal haben wir uns angefangen durchzuboxen, ne? Ich glaub schon, ja. Wo wir durchgerannt sind. Ich glaube, da habe ich das Würfelspiel gewonnen. Glaube auch, dass die Hutten nicht lebendig durchgekommen sind. Sicher bin ich mir nicht. Könnte aber sein, dass wir irgendwie... Ne, die Hutten haben überlebt. Nur, dass wir uns da durchgeprügelt haben. Stimmt. Den Kampf habe ich gewonnen. Das ist wahr, da waren die Würfel auf der Seite des Massenmords, wogegen ich selten was einzuwenden habe, weil Massenmord mehr Erfahrungspunkte gibt. Aber Luke wollte die Aufputschmittel haben. Ja, ich wollte diesmal auch die Aufputschmittel haben. Ja. Wieder gute Punkte sammeln. Aber es gab keine guten Punkte fürs Aufputschmittel nehmen. Okay. Stell nicht meine Entscheidung in Frage. Okay, niemals. Mein Grund. Würde mir nie einfallen. Grund. Hallo Schweinchen. Hey, Bonus, ermorde alles. Verstehe. Schritt. Vermessenes Fortschritt, nice. Oh, guck mal da oben. Schwänchen Babe und seine Freunde. Peggy! Okay. Geil, sie folgt meiner Führung. Hey! Fang!
Komm, nur diese zwei Laserschwerter angeflogen. Liebe es. Sieht vor allem richtig aus, wie wenn da zwei Lichtschwerter angeflogen kommen. Ja, sieht man nicht schlecht aus. So. Hoi. Dann rein in die Drogengeschichte. Hallo, wir sind hier, um Drogen zu kaufen. The hell? Was zur Hölle ist mit deinem Gesicht passiert? Du siehst aus wie eine Kloschüssel, die man zu lang gezogen hat. Das ist Krokodok. Oh Gott. Okay, das ist Krokodok. Bin bereit. Ja, das ist Krokodok. So, und jetzt? Ja, sehr schön. Do it! Gebt mir die Injektion. Beeilung. Los! Ich brauche meinen Schuss. Meine Venen sind heiß. Hi. Schnell. Hey, Jason. Wie, Jan das bemerkt? Du hast doch gepetzt. Natürlich hat er gepetzt. Okay. Wer so behindert spricht, weißt du, der... Seid vorsichtig. Die Republik hat Portos Verrat bemerkt. Beeilt euch, bevor die Hutten... Ah, was will das da? Wo, wie haben das bemerkt? Warte, müssen wir da hoch? Ja. Ach, wer muss durch diesen Ausgang gegangen? Ausgang? Zum oberirdischen Bereich, dieses Klickteil. Ah. Warte, ich komme wieder zurück. Okay, komm mal zurück. Ich hab's selber gemerkt, so. Moment mal, hier bin ich falsch. Aber wo seid ihr? Wir waren auf dem Aufzug. Wir sind auf dem Aufzug. Aufzug? Sperma. Kalt, Luft. Aufzug, was für ein Aufzug? Der gerade oben ist. Luft, dann gehen wir zurück auf den Aufzug. Zurück auf den Aufzug. Was für ein Aufzug? Ich. Hä? Am Ende des Ganges, Bermo. Da, wo die Toiletten sind. Ach, da hinten! Bermo. Möge euch Zeus beim Scheißen treffen! Okay, er kommt wieder zurück. Jessa, komm! Wir legen uns mit dem Aufzug an. Yeet. Hi. Hey, Wermann. Ich war schon immer hier. Natürlich. Wir waren wirklich schon immer hier. Nicht vergessen, kein Russisch. Niau. Oh shit. Okay, auf der anderen Seite sind auch noch welche. Ja, das ist sozusagen der Ausgang da hinten. Oh, hey, Leute! Fang doch mal! Okay. Gut. Ich meine, das sind Räume, die wir leer räumen können, weil Überlebende ja nicht existieren, wie wir wissen. Nichts gibt nur als Familiengrillen. Du meinst das Grillen von ganzen Familien? Ja, genau. Was machst du da? Ja, musst du gerade schreiben. Schreiben musstest du. Schreiben musste ich. In haben wir den anderen Raum leer geräumt? Nee. Welchen anderen Raum? Es gab zwei Räume da, wo wir gerade aus dem Aufzug gekommen sind. Ich glaube, den einen haben wir vergessen. Ja, wir können den Ausgangraum. Nein. Sekunde, es gab. Das. Es gab hier vom Aufzug aus noch einen Raum da hinten. Ja. Und dann war hier absolut gar nichts drin, okay.
Gut, wir sind umsonst zurückgelaufen. Eisen, die nächste Runde geht auf dich. Okay. Yay. Ich weiß nicht, welche Runde, aber von mir aus. Die nächste halt. Angino. Oh nein. Oh, stimmt, da müssen wir gleich auch noch hin. Antirötel. Ja, das ist doch gut. Ja. Okay. Fang! Au! Wir haben kurz eine Pause gemacht. Oh, wie schade. Das ist jetzt wirklich der Ausgangsraum. Das ist die falsche Richtung, die wir uns morden. Ist aber unten aber jemand am Leben? Oh, na dann. Ja, guck. Nicht flüstern! Sag mal. Pisser. Hey, ihr da unten! Aua. Du Drecksack, dafür wirkst du nicht schnell ins Gesicht. So. Ach, genau, hier. Hier der Ausgang ist eigentlich der Eingang gewesen. Ja, da wo wir uns normalerweise durchkämpfen müssten, was wir jetzt aber trotzdem gemacht haben, obwohl wir die Drogen genommen haben. Naja, Hauptsache wir haben die Drogen genommen. Loot! Haben wir wirklich alle den Loot vergessen? Naja, es war jetzt mal auf der Seite, das habt die andere Seite drum gemacht. Ich glaube, das erklärt, warum die Lehrer. Ich glaube, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir hier Dingens tun können. Dass direkt die Alarmbereitschaft trotzdem gezogen wird? Ja. Oh! Jetzt ist vielleicht die Gruppenphase an. Wir ignorieren das einfach, gehen da rein. Ach komm schon, Spiel. Huttenschlachten. Hey Boys. War Gott. Guck mal, das Fass hat schon diese roten Pfeile um sich. Beruhigt euch. Die drei Familien müssen vereint bleiben. Ihr seid unabdingbar für die Mission der Republik. Oh. Muss ich erst mein Lichtschwert ziehen, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Ist eben so, ne, bei uns? Ja. Ruhe, Jeter. Dass der Jedi die Drogenhändler unterstützt, ist auch so eine Sache. Bringt mir die Eindringlinge. Ich finde euch. Und wenn ich durch alle Hutten Eingeweide auf Quest stapfen muss. Was haben wir da? Noobbox! Ja, auf Alvan hat auch gedacht, er könnte mit so einer Noobbox um die Ecke kommen. Seid ihr sicher, dass ihr das wollt, Penisköpfe? Oh, ein Piu-Piu-Droide. Hey, Kumpel. Weiß nicht, wird das wehtun? Niemals. Oh, das ist gut. Die letzte hat nicht zu deren Ton gehört. So, gut. Guck mal hier, Tachi. Hey,
Oh, Ach. Tetris durchgespielt. Hm, das tut uns jetzt aber leid. Tetris Speedrun. Speedrun. 10 Minuten alle Level durch. Was? Kennst du ihn? Er ist stark und läuft durch den Park. Der gleich nicht mehr. Erhebe dich, Droide! Flieg, Droide! Fang, Droide! Hui, da fliegt er wieder. Der ist nur gemobbt. Oh, ich hab was bekommen, was nicht besser ist als das, was ich habe. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Tetris. Huttenrösten. Was ist los? Die Geste vor allem. Oh, wie schade. Idiot. Du hässlich stinkender Hutte, du wirst jetzt sterben. Hey, Porto! Mal schauen, was die Würfel für dich entscheiden. Ich hab zwei Leute, die genau das gleiche mit dir anstellen würden. Komm schon! Drei Familien? Wo ist denn der dritte Hutten? Hab ich auch gerade gefragt. Ja. Das Ende ist nah. Yes! Da rutscht Luke mit der Hand aus. Luke hat ihn wegteleportiert. Genau. Er wurde auf eine ganz spezielle Farm geschickt. Er ist nicht tot. Genau. Touch. Sie ganz cool immer so ans Gerät rangehen, so. Hey! Moff Drayson, ich bin in den Hauptcomputer der Hutten eingedrungen. Da haben wir's. Alles, was die drei Familien über die Aufbereitung des Quäschgifts wussten. In ein paar Minuten können wir den Vorsprung der Republik zunichte machen. Dieser Mangel an Anerkennung ist mir. Ich danke euch natürlich. Natürlich. Die Republik wird außer sich sein, sobald wir diese Daten nutzen, um unsere eigene Quäschgiftaufbereitung zum Laufen zu bringen. Wie ich sehe, habt ihr Chilta und Porto getötet. Wunderbar. Ich wünschte, wir hätten Zeit zu feiern, aber unser Kampf ist noch nicht vorbei. Natürlich. Einer der Hutten ist entkommen. Roga, der letzte Anführer der drei Familien. Er ist vor unserem Angriff geflohen. Und als würde der Verlust dieses Huttenschleims noch nicht reichen, haben wir ein neues Problem. Ein mächtiger Jedi-Meister namens Berin Fran ist auf Quäsch gelandet. Er ist tot, er weiß noch nicht. Fran hat mit den Hutten gesprochen, als ich ankam. Er war nicht erfreut über die Unterbrechung. Ihr müsst ihm Angst gemacht haben. Meister Fran verschwendet keine Zeit. Ich weiß, er sammelt also bereits Streitkräfte mit Drogen und Hutten. Tötet sie beide. Dann wird die Republik kein Standbein auf Quäsch mehr haben. Quäsch verdient etwas Frieden. Ich dachte, die wollten mich schlagen. Wenn lassen. Das bedeutet, diese Aufrührer zu töten, dann sei es. Hast du gerade jemand verdient? Frieden? Wir sind hier, um einen Krieg ja, zu entfachen. Ich hatte drei Scheißmöglichkeiten. Das war so die humanste Scheißmöglichkeit. Ach so. Ich hatte die Mittel genommen, weil ich dachte, das wäre wahrscheinlich so ein Vielleicht. Nehmt die Einrichtung auseinander. Sorgt dafür, dass sie den Ort nicht lebend verlassen. Wir sind der Stadt auf dem Weg. Oh, hey, guck mal. Oh, was für ein Züchtiger. Oh, Sian, das ist wertlos. So, wo müssen wir hin? Ach, direkt nebenan, okay. Jo, doing. Huttenschlachten.
Guten Tag, die Herrschaften. Wir haben nichts mit euch zu tun. Ich würde sagen, wir müssen... Ich hasse euch! Ihr hättet leben können, aber nein, ihr musstet Helden spielen. Da kriegst du nicht ins Gesicht. Okay. Gut, der Boy da hinten versperrt uns übrigens den Weg. Nicht mehr lange. Hey. Och, ich hasse diese, wenn ich einfach irgendwelche Feinde an mir sehen. Ach so, ich verstehe, ich komme also drüber zu dir. Alles gut. Okay. Jace hat auch wieder Spaß mit den Machtblitzen. Wie können sie sofort alles können? Weißt du? Jace ist halt der Sith. Ja, Luffy ist in der Zeit der alten Republik, da lernen die Leute alles ein bisschen schneller. Da wirst du auch sehen, dass wir als Inquisitor unglaublich schnell Machtplätze jäten dürfen. Oh ja. Also ich meine, theoretisch als Sith-Krieger jäten wir auch die ein oder andere Machtplätze. In Rot. Siehst du nicht. Luff. Ja. Blitze. Ist mir auch egal. Huttenschlachten. Hey, fang mich! Aua. Okay, lässt sich werfen. Und hier komme ich. Ich glaube, das hat ihm wehgetan. Aber ich meinst bin du? Nicht ganz sicher. Ja, ja. Hm. Oh, hey, guck mal. Faire Vermutung. Wir sind unauffällig. Wir gehören hier hin. Genau, ignoriert uns. Das ist das Gegenteil von ignorieren, ihr Abschaum. Du hast wie sie einen wieder mit einem One-Shot vom Reittier holen. Die sind ganz schön mutig geworden, diese ganzen Republikaner. Jupp. Welche Republikaner? Oh. Ich weiß nicht. Muss mir eingebildet haben, was die existiert haben. Hey, Jester heilt mich. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das wirklich will. Sie heilt dich, um dich dann wieder zu töten. Ach so, das scheint sinnvoll. Ach, komm schon. Ja, wagt es. Okay, den jiet ich. Den. Den. Okay. Den da hinten meinst du? Die direkt nicht schon hinterher geflogen kam. Hey, ich möchte euch besiegen. Nein. So. Okay. In diese Richtung. Müssen wir gehen. In diese Richtung. Sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Sith-Lords überstehen. Das wollte ich auch gerade sagen. Hui, oh nein. Meint ihr, wir können uns da hinten an ich weiß nicht, ich werde das versuchen. Ich werde versuchen zu springen und mit dem Machtvorstoß die da unten abzufangen. Machtvorstoß? Hat den Krab. Oh shit! Es hat den Fallschaden nicht negiert! Es hat den Fallschaden nicht negiert! Okay. Erstmal die medizinische Sonde rufen. Ja, aber übrigens, das löst die Frage, die wir letztens gehabt haben, wo ich dachte, dass der Fallschaden negiert worden wäre. Wurde er nicht. Habe ich festgestellt. Okay. Oh, hey Eisen, wie geht's dir da hinten? Hey, hier die Verteidiger. Hey, hey, hey. Sieht übrigens ganz schön ziff aus für so ein Jedi. Oh, warte. Geh da rein. Also ja, theoretisch hat es geklappt, praktisch gesehen hat sich der Fallschaden nicht dafür interessiert. Dabei wissen wir doch alle, dass Jedi und Sith sich nicht für Fallschaden interessieren. Oh, Bonus. Eisen, das ist kein nee, Bonus. Ja. Habe ich deine genau. Ich wollte nicht jeden. Steht er bei euch auch noch hier? Ja, der steht da. Ja. Der hat nicht ganz erkannt, dass er tot ist. Und Luft, Entschuldigung, ich wollte. Ich habe zu früh eingesetzt. Ich wollte nicht jeden, ich hab die falsche Leiste noch drauf gehabt jetzt wieder. Ich glaube dir. Oh nein, ein Jedi-Kommandant, wie gefährlich. Oh hey, Jedi-Kommandant. Was ist los? Fang mal Licht auf. Er möchte mein Licht wirklich fangen.
Er ist böse. Er war böse. Nein, er ist immer noch böse. Okay. Oh, hey, guck mal, Imperiale. Ja. Oh, hey, eine Quest. Was will denn von uns der Sergeant?